Ja, was ist das denn? Blauen Spuren. Nein, 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 nein. Ich brauch das abgeschlossene, bitte. Danke. Aha, Schlüssel wird benötigt. Ja, danke schön, aber. Was ist in diesem blöden Kerker? Ich mach die Quest nicht zu Ende, bis ich nicht weiß, was da ist. Okay. Hier ist also jemand mal runtergefallen. Also dieses Gebiet hier, das hat echt interessante Ausprägungen. Gut, dann springen wir mal diesen... Ne, man muss nicht runterspringen, oder? Kann man hier vielleicht runterklettern? Sieht hier... Ja, es ist Wasser da unten. Sehr gut. Kommt man hier wieder nach draußen? Ja, man scheint hier wieder nach draußen zu kommen. Nee, was ist das? Interessant, ein Kraut. Okay, gut. Also hier unten gibt es nichts. Das ist bloß, um den Fall ein bisschen zu dämmen. Was ist das denn bitte? Menschenblut. Viel Blut. Muss eine tiefe Wunde gewesen sein. Hat's denn hier jemand überlebt, oder was? Ja, what the fuck? War ich hier unten nicht? Anscheinend. Menschenblut. Viel Blut. Ja, der hat sich hier... Interessant. Unberührt, nichts gefressen. Morgvak verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Die wären zu Asche. Moment. Wenn der die beißt, wären die doch zu Asche. Aber der... Moment. Uns hat er ja auch angegriffen und wir wurden auch nicht zu Asche. Aber na gut. Freyas Garten. Freyas Priesterin. Keine Spuren von Gewalt. Muss verhungert sein. Vor einer ganzen Weile. Ein Schlüssel. Könnte noch nützlich werden. Hat eine Weile könnte. Auf den Tod gewartet. Ah, das ist dann der Schlüssel hier. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was ich... Moment mal. Das Gitter. Jetzt muss ich nochmal nach oben gucken. Ist hier ein Gitter? Ja, das ist das Gitter. Okay. Könnte noch nützlich werden. Ja, könnte noch nützlich werden. Moment. Naja, das ist was anderes. Ein Schlüssel zum Garten Freyas. Das ist entweder der Ausgang oder hilfreich für diese Tür. Für diese Tür, okay. Und für den Ausgang. Also was könnte ich denn mal damit machen? Gibt es denn hier noch irgendwas anders? Nee. Sehr suspekt hier trotzdem. Oh, Moment. Die Tür haben wir noch gar nicht wirklich untersucht. Morgvak ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Ja, das hat er jetzt schon erzählt. Da waren ja welche, die ihn eingesperrt haben. So, haben wir dies. Und dies und dies und dies. Im Grunde haben wir doch hier alle Höhlen erkundet. Einmal die hier, die hier unten ist, dann die obere Höhle, dann die untere Höhle. Das Einzige, was wir noch nicht so erkundet haben, ist diese Hütte hier. Diese Hütte, die sich... Ja, die nicht begehbar ist, komischerweise. Könnte zu irgendwas noch nützlich sein.
Also wie hätte man das sonst lösen können mit dem Morgwar? Hm? Mir fällt ja nur diese eine Methode ein, kill den irgendwo im Garten. Moment, was ist das? Anzünden. Ah, okay, oder ausmachen, das hat damit nichts zu tun. Hier ist das mit dem... Wieso hat dies den keinen Kopf? Okay, und hier ist der Ausgang. Schlüssel benötigt, okay. Es ist also nicht der eigentliche Schlüssel. Kann nützlich werden, also gibt es jetzt nichts mehr Nützliches. Leider. Gut, also wo ist jetzt Morgwar? Er könnte wieder in seiner Höhle drin hocken. Und auf seinen Henker warten. Dann gehen wir auch gleich mal dahin. Machen den kaputt. Vorher vielleicht nochmal hier alles durchsuchen. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen. Vor allem hat er sich ein Buch über Polymorphie angemoment. Ist hier was in der Bibel? Nee. Nee. Vor allem hat er sich ein Buch über Polymorphie angeguckt. Damit man sich irgendwie direkt in Sachen verwandeln kann. Hier war das Tagebuch. Oder finde einen anderen Weg. Oder finde einen anderen Weg, den Fluch zu brechen. Das ist mir... Ah, wie soll man denn den sonst anderweitig brechen? Moment, vielleicht ist was in den Kisten? Nope. Die Methode, die ich ja vorgeschlagen hätte, wäre... Entweder hier durchzutauchen... Fuck. Na gut, und da unten ist er. Ich kann aber auch nicht mit ihm reden. Ah, komm schon. Kann ich mit dir reden? Nee. Ha. Interessant. Aber ich könnte den... Nee. Ich kann den nicht hier durchfallen lassen. Der passt da nicht durch. So einfach wird das nicht. Okay, der Irdenzauber, der will auch nicht. Schade. Ei, hör auf mich anzugreifen hier. Oh Gott. So, nochmal ein bisschen was, weil es so schön war. So, interagieren wir mal mit ihm. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Das klingt doch gut. Das klingt doch praktisch. Gefällt mir das, was er denn... So, belohnen? Wie jetzt genau? Was von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst. So, Max. So. Gefällt dir das Wolfsdasein nicht? So, nehmen wir erstmal das.
Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht, der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Das ist ein bisschen schade. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen. Ah, das ist hart. Trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Nein, nee, es funktioniert nicht. Ich würde nicht drauf zählen. Ich sehe mal, was ich machen lässt. Ich sehe mal, was ich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut. So. Morgwark füttern. Morgwark. Tor. Ah, das Reis dann geben. Was ist denn mal füttern? Was haben wir denn? So. Dann nehmen wir mal gegrilltes Schweinefleisch. Haben wir doch genug da. Nee. Da. Nope. Nee, ich will hier nur eine. Ich will nur eine gewisse Anzahl von diesen Gegenständen da drin haben. Also entweder mit Shift und Rechtsklick. Nein. Mit Shift und Rechtsklick, Shift, Klick. Shift. Nein, Strück. Ah, nicht. Alt. Nope. Nope. Wie kriege ich ihn mal? Ich kann es also nicht aufteilen. Umladen, Leertaste. Wegwerfen. Nein. Das Ding. Nee. Ich kann ihn mal eine. Sehr schön. Nee, das wird abgelegt. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Verdammt. So. Q ist schnell sortieren, dann könnte ich mal E probieren. Nee, E funktioniert auch nicht. Die, nee. Muss den leider mit irgendwas füttern, was ich zuhauf habe. Egal, den kriegt er halt. Nee, der kriegt was, was ich wenig habe. So, Schweinefleisch kriegt er, nicht das Gegrillte. So. What the fuck? Nein, es kommt wieder zurück. So. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwak, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Okay, das funktioniert also nicht so ganz einhaben für Papi. Genial. So, Mokwak erledigen. Nee, machen wir nicht. Wir wollen Mokwak Torados Reis angeben. So. Hier. Leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klug scheißen. Anlegen. Aber herrlich. Ich bin erlöst! Endlich! Oh,
Wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Und mit einem Fass Bier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Okay. Das kann ich nicht zulassen. Zuerst meine Belohnung. So. Gute Winde und so, aber ehe du gehst, meine Belohnung. Stimmt. Fast vergessen. Passiert oft. Zu oft. Beruhige dich. Ich bin ein Ehrenmann. Hör zu. Geh nach Novigrad, in die Scherben zum Geier, dem Geldverleiher. Bestell ihm Grüße von Morgwag. Dann wirst du mich als großzügigen Mann kennenlernen. Mhm. Also dann, leb wohl. Das Meer ruft. Nochmal mit dem Reden kann ich ja anscheinend nicht. Schade. Nehmen wir erstmal wieder dieses Fleisch mit. Ein Happen für Papi. Oh, nee. So. Haben wir dem schon mal geholfen? Vielleicht wird's ja. Und er wird dann keine Priesterin mehr, ja, beziehungsweise irgendwas anderes machen. Dann holt ihr eine Belohnung vom Auftraggeber ab. Ja, das werden wir auch. Und, ach scheiße, was hat der gesagt? Bring die Scherben zu... Ja, ich spiele einen Mofa. Ist mein Fleisch. Bedenkt wir die vielen so... Weiß ich nicht mehr, wo das war. Ah, das hätte ich mir jetzt immer merken sollen. So ein Bockmist. Das ist schon... Ah, immer noch verschlossen. Na, natürlich. So ein Scheiß. Bring die Scherben irgendwo hin und so weiter und so fort. Ja, bring die Scherben. Was für Scherben denn überhaupt? Das sind schon mal keine Scherben. Aber das sind auch keine Scherben. Das ist Monster Co. Nee. Holger Schwarzhans Horn. Nein. Rade, nein. Wolfsherz, nein. Pferdefiguren, nein. Sau viele Schlüssel. Silberkappe? Nein. Vor allen Dingen, das Objekt wird zum Abschließen der Quest. Ich habe so viele Objekte zum Abschließen von irgendwelchen Quests. Das hier. Nee. Klettenbündel. Du brauchst denn bitte ein Klettenbündel? Fragment eines Silberzylinders? Nein. Nee. Shit. Mann, hätte man nur mal ein bisschen aufgepasst. Verdammt! Aber egal, ich hab's ja aufgenommen. Oh, perfekt. So. Da hin müssen wir. Da haben wir doch eine andere Lösung dafür. Naja, ob das jetzt die beste Lösung war, dann weiß er nicht. So, hol die Belohnung vom Pfandhaus ab. Ah! Und muss ich natürlich auch noch doppelt und dreifach die Belohnung abholen. So. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. So, ich bin wegen meiner Belohnung hier. Der Fluch, erzähl mir mehr davon. So, das hier. So, Morgwag, was ist überhaupt? Okay. Ich bin wegen der Belohnung hier. Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwag ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Beschissen haben wir sehr nicht wirklich. Ja, haben nur nicht so ganz so die Wahrheit gemeint. Morgwag ist erledigt für immer. Nee, Morgwag ist nicht erledigt. Ich hätte es anders formuliert. Das Biest ist weg. So.
Das hätte ich jetzt genommen als Definition. Euer Biest ist tot. Oh, wo müssen wir denn jetzt? What the fuck? Das Pfandhaus in Novigrad. Ah, sweetes Ding. Dann machen wir nochmal fix einen Abstecher zum Pfandhaus und dann wieder zurück auf die Insel. Na schauen, wenn der uns verarscht hat, ist er ein toter Mann. Na wobei, Belohnung haben wir ja eh gekriegt, von daher braucht man sich nicht zu beschweren. Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Das ist so geil. Das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Der zuverlässige Geralt, einfach nur herrlich. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. So, dann lädt's noch. Na? Wo ist denn jetzt mal bitte dieses Pfandhaus? Vor langer Zeit. Nee. Achso. Na, hey. Der Kreditei. Zum ersten Mal konnten wir bei ihm ein bisschen was machen. Nicht nur einen Kredit annehmen hier. Hallo, willst du was verpfänden oder was kaufen? So, nee, ungefähr. Ja, viele Grüße von Morgvark. Viele Grüße von Morgvark. Hier, wenn jemand fragt, ich habe ihn nicht gekannt und nie gesehen. Oh yeah. Was haben wir denn jetzt gekriegt? 2 Erfahrungspunkte und Deitenrohr. Wirklich. Rausgerissene Seite, Werwolf Schönes Ding, wenigstens ein bisschen was. Das Schwert an sich, naja, schön. Oh, Kälteschaden. Chance auf Einfrieren. Endlich mal ein Frostschwert. Das kommt in die Sammlung. Ja, und dann noch herausradete irgend so ein Absud. Werwolf-Absud. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen. Habe ich schon mal einen Werwolf gekillt? Nein. Werwolf-Absud. Oder? Doch. Okay, habe ich doch schon mal einen Werwolf gekillt. Das war mehr so aus Versehen. Bin ja hier der Versteher. Der Monsterflüsterer. Gibt es hier noch irgendwas? Ah, Hybridenöl. Das nehmen wir da noch. Ja, dann noch irgendwas. Fehlen hier vielleicht nur noch ganz. Nee, Reliktöl. Nein. Hier fehlt Hydragenum. Natürlich fehlt hier Hydragenum. Hydragenum lässt sich extrem scheiße herstellen. Hydragenum hier. Man braucht dafür eine weiße Möwe. Toll. Was braucht man für eine weiße Möwe? Müssen wir wieder nach unten. Für weiße Möwe braucht man Alraunlikör. Und diesen Alraunlikör findet man natürlich nicht überall an der Straße. Weil vielleicht doch. Hat der hier einen Raunlicker? Gut. Guter Mann. Was habe ich. So, das ist der Flaschenhändler gewesen, ne? Ja. Nur Müll dabei, aber immerhin machbar. Ah, das Schwert kann er kriegen. Danke. Komm bald wieder. Hier ist es am billigsten. Von dir kriege ich aber leider auch nicht das meiste Geld. Alchemisten. Nein, ich brenne. Naja, irgendwann habe ich alle Raunlicke. Irgendwann habe ich wieder alle Raunlicke. Die Zeit zur Reinigung. Zeit wieder aufs Gellige zu gehen hier. Und zwar
gehen wir nach Ferl und Warmerjan. Okay, wenigstens die Insel will ich ja noch fertig machen. So, erstmal gucken, was diese Fragezeichen hier sind. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Hm. Ich dachte, wir wurden irgendwann mal von Piraten oder was auch immer angegriffen, aber nein, wie es aussah, ist die Ankunft auf Skellige mit einem ganz normalen Mann über Bord gewesen. Nichts großartig Besonderes. So, was gibt's denn erstmal hier? Moment, wo laufen wir denn? Das ist der Norden. Norden ist hier. Ich muss der grünen Markierung folgen. Moment, wo lade ich denn? Hier ist Norden, hier ist Süden. Ja, okay. Ja, was macht... Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, wenn mal keine Monster da sind. Was machen Hexer dann? Sie üben, ist die Antwort. Sie üben nicht mit Pfeil und Bogen? Nee. Ein weißer Wolf. Mehrere. Oh Gott. So, greift euch mal schön gegenseitig an. Schafft das. Wunderbar macht er das. Wunderbar. Und jetzt greifst du noch den nächsten an. Oh, das ist so geil. So, und du greifst jetzt auch noch irgendwas an. Dass die Wölfe sich immer gegenseitig killen müssen. Mm. Vor allen Dingen zwei zu nehmen ist schon ziemlich gemein. Oh, nö. So. Zeit für eine ganze Reihe von Wolfspelzen, bitte. Kein einziger weißer Wolfspelz, dankeschön. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch. Oh, 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 da ist was. Ach nee, es ist ganz normale Zutat. Was seid ihr denn? Ein Wildhund! Moment, Wildhunde sind kein gutes Zeichen. Wildhunde sind. Oh Gott, da gab es mal einen so einen ekelhaften Wildhund, der war saustark. Wildhunde sind kein gutes Zeichen. Okay, die scheinen sich zu verziehen. Cool. Was haben wir denn da hier? Zwergenschnaps. Perfekt. Ah, Trockenfisch geht so. Ohren, Leinen, nehmen wir doch. Okay. Und hier hoch wollten wir aber eigentlich. Geradeaus. Wenn ich hier hoch will, wo muss ich denn da hin? Irgendwie rechts bis zur Kreuzung? Nee, geradeaus rüber und dann nach. Falls es da einen Weg da überhaupt hoch gibt. Gibt es hier eine Straße? Sowas in der Art. Schwein gehabt. So, zur Seite und dann hoch. Das ist mir sehr ab vom Schuss. Hier ist es. Hier gibt es doch was Besonderes, hä? Was gibt's hier? Harpiennest? Nee, Nester werden hier nicht angezeigt. Nester wird ja auch als Fragezeichen markiert sein. Ja, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Eine Trollhöhle. Eine Eistroll. Schade, den kann ich leider nicht irgendwie dazu bringen, mich nicht anzugreifen. So. Ja, und das auf die gute, alte, ich habe den Gegner gerade übernommen und er kann mir nichts tun, Art. Das ist nämlich die coolste. Oh mein Gott. Schießt dieser Blöde irgendwann? Okay, der Irden scheint defekt zu sein. Okay, wenn man Gegner übernommen hat.